ihr Landratten und herzlich willkommen zum heutigen Seemannsgarn. Wenn es euch hier gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß auf dieser abenteuerlichen Reise. Arrg und Damen, herzlich willkommen zurück zu diesem Abenteuer. Oh, ich habe aus Versehen geschossen. Wo muss ich überhaupt hin? Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich hier aus dem Zweiteiler mache. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Ich zoome mal raus, vielleicht sehe ich dann was. Oh, ich muss sehr weit fahren. Ich habe auf jeden Fall beim ersten Part schon beschlossen, dass ich hierzu auf jeden Fall, auch wenn da in die Vollversion raus ist, ein Let's Play machen will, weil ich dieses Spiel mega cool finde. Oh, ich kann auch auf beiden Seiten gleichzeitig schießen. Ich habe auch noch verschiedene Kugeln, Kettengeschosse, um Segel kaputt zu machen. Was habe ich sonst noch? Das sieht mir aus wie so ein Kugelhagel. Damit könnte man hier die Segel kaputt machen. So, wie sammle ich Sachen auf? Das war keine schlaue Idee. Ich kann sogar die Map angreifen. Okay, warte. Das ist doch jetzt eindeutig kein ein böses Etwas. Ich habe 3 Repair Kits bekommen. Und 2 Rubies. Also 2 Rubine. Die kann ich bestimmt verkaufen. Die geben bestimmt sehr viel Geld. So, wir kommen offenbar jetzt langsam an dem Punkt an. Bitte greift mich nicht an. Obwohl, müssten sie ja eigentlich nicht, ne? Die sind uns ja freundlich gesinnt. Ja, ich soll Holz liefern, ne? Oh, sie haben sehr lange auf das Holz gewartet. Ja, das ist natürlich gemein, wenn die auch noch mit den Preisen betrügen wollen. Ja, also hier gibt es offenbar tatsächlich auch ein Handelssystem, dass man bei anderen Städten unterschiedliche Preise hat. Oh, die haben was Nützliches für mich für den Kampf. Es soll wie ein Geburtstagsgeschenk für mich sein. Ich hätte mal sehen sollen, was für ein Desaster das letzte Weihnachtsfest war. Okay. Es war gut, dass ich Holz gekauft habe. Jetzt will ich aber mal hier hin. Erstmal in die Stadt reinrasen. Das war geplant, Leute. Bank. Da kann ich dann meine Sachen einlagern. Der Markt. Für 139 könnte ich es hier verkaufen. Ich kann mir ein paar Crewmembers kaufen. Natürlich mein Schiff ein bisschen reparieren. Komm, die Rupees, die... Ah, hier steht sogar noch bei, ob ich damit Gewinn mache oder nicht. Also mit den Repair Kits mache ich hier Gewinn. Also verkaufe ich die hier. Solange ich die nicht angreife, sind die mir friedlich gesinnt. Ich frage mich, ob ich hier auch wirklich einfach an Land gehen kann. Ich will das mal austesten. Kann ich? Nein. Also ich kann nicht einfach da halten, wo ich lustig bin. Ich greife nur Leute an, die mich auch angreifen wollen. Ich brauche keinen unnötigen Streit zum Anfang. Vor allen Dingen sind die alle über mir. So, was kriege ich geschenkt? Oh, die geben mir Spezialisten. Die können einen Flammenwerfer bauen.
Er würde nicht komplett mein Schiff abfackeln. Oh, ich habe jetzt einen Flammenwerfer. Also ich kann offenbar unterwegs auch Spezialisten anwerben. Okay, sie haben jetzt eine sehr wichtige Mission für mich. Wir müssen eine Eskorte jetzt machen. Okay, ich beschütze es. Was verkauft es denn? Oh, Voodoo-Magie, Bücher und Artefakte. Sie haben das von den Navies geklaut. Das würden sie natürlich nicht gerne zulassen. Ah, und jetzt müssen wir natürlich diese Ware beschützen, ne? So. Ich würde gerne diesen Skill ausprobieren. Hier, Flame Tide. Habe ich den jetzt ausgerüstet? Ja, ich habe den jetzt ausgerüstet. Okay, einmal kurz rauszoomen. Diesmal haben wir eine richtig lange Strecke vor uns. Ich denke mal, dieses eine Schiff hier neben uns wird uns einfach folgen. Ich will mir Flame Tide kurz ausprobieren. Es verbrennt einfach alles vor mir. Kann ich hier überhaupt raus? Ja, kann ich. Also wenn er vor mir gammelt, auf jeden Fall X drücken. Bitte sag, dass du da durchkommst. Wo kann ich eigentlich mein Level sehen? Ich habe ein Logbuch, okay. Ich habe auch Talente, die ich entwickeln kann. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ich kann meine Navigation, also meine Geschwindigkeit verbessern, dass ich mehr Leben habe. Oh, ich kann sogar die Preise senken dadurch. Ich bin offenbar Level 5, wenn ich das unten rechts richtig sehe. Ey, komm, dann fahre ich halt extra mit einem Knoten, damit du... Will ich den richtigen Kraken bekämpfen? Oh, da ist ein Outpost, also ein Außenposten. Kann ich da andocken? Ich kann da auch rein. Ich kann eine Karte kaufen. Habe ich genügend Geld dafür? So, welchen Vorteil hat es jetzt, dass ich die Karte gekauft habe? Ah, jetzt ist die Gegend hier ein bisschen aufgedeckt. Ups, falsche Taste. Nach oben muss ich segeln. Oh, hier ist einer gestrandet. Glaube ich zumindest. Es hat keinen Sinn bei diesen Ding. Oh, man kann doch hier die Schiffswrecker looten. Also ein Schiffswrack kann man looten. Oh, wir fahren in einen Sturm hinein, Männer. Segel dich machen. Wir müssen irgendwo an Land. Hier sterben wir. Segel hissen. Ne, warte. Wie war das? Bei Sturm muss man die Segel einholen. Wir müssen ganz schnell aus diesen Sturm raus. Okay, da ist eine Stadt. Schnell dahin. Wir müssen aus dem Sturm raus. Ist sogar eine Wetterstation.
Alter, diese Karten sind ja sauteuer. Oh, da ist, glaube ich, ein Schatz an Land. Da ist ein Schatz. Aber erstmal Schiffswrack looten. Was habe ich davon? Ich habe ein bisschen Gold. Noch mehr Gold. Erfahrung. Oh, da war richtig viel Gold. Ich habe noch ein bisschen Holz bekommen. Ich kann da nicht an Land. Da ist ein Gefecht. Ich hätte schon ein bisschen mehr Krieg erwartet. So, erstmal Schiff reparieren. Und zum Markt. Okay, wir machen hier momentan nur Verlust. Außer mit der Medizin. Mal gucken, was hier so billig ist. Ich denke, das grüne Zeichen, das kann ich hier gut kaufen. Aber erstmal gucken. Okay, der hier kann nur reparieren. Ich kann keine Crew weiter kaufen. Ja komm, dann kaufe ich mir hier den Banz voll mit Rubin. Habe ich die jetzt hingebracht, wo die hin sollen? Ja, Mission erfüllt. Ja, ich wurde von Captain Morgan gesendet und habe die verbotenen Artefakte in den Hafen gebracht. Es ist sicher und gesund angekommen, ne? Du kannst alles uns überlassen. Wir werden es von der Navy geheim halten. Alter, wie cool ist dieses Spiel? Okay, wir müssen noch eine Sache lernen, bis wir ein richtiger Pirat sind. Die Art des Lootens, das kann ich eh perfekt. Okay, ich muss ein paar Händler natürlich überfallen. Ja, die sind auch leichte Beute. Sind sie nicht unsere Verbündeten? Ah, sie sind nur begrenzt unsere Verbündeten. Ja. Ah, ich darf die nicht in der Nähe der Ports angreifen, sonst greifen mich diese Türme an. Sie werden zwar angreifen, aber da sind keine anderen Konsequenzen. Was auf der offenen See passiert, bleibt auf der offenen See. Okay. Nicht kämpfen, während wir in der Nähe des Ports sind. Ich sehe einen Idioten. Flammenwerfer! Ich verwechsel die Seiten. Mwahaha! Ihr seid keine Gegner für mich. Habt ihr denn noch nichts vom mächtigen Piraten Shining Luki gehört? Ich habe jetzt einfach eine Mischung aus meinem Namen und denen des Charakters gemacht. Flammenwerfer an! Scheiße, ich habe das falsche Schiff attackiert. Ah, ich habe die Säge bisher nur kaputt gemacht. Oh Gott, jetzt habe ich zwei Schiffe am Hals. Flammenwerfer! Okay, die habe ich vernichtet.
Hilfe! Ich will doch nur den Loot! Verreckt! Wir haben sie versenkt, Männer! Boah, dieses Spiel macht richtig Fun. Ich habe sogar eine Map bekommen. Treasure Maps. Ah, okay, man sieht nicht, wo genau das ist. Man muss das selber finden. Das ist nicht hier in der Nähe. Okay, die haben uns angegriffen. Ich wollte doch eigentlich nur weg. Oh, und es gibt natürlich auch ein Game Over. Ich bin dann direkt wieder hier. Mein Schiff ist repariert. Ich habe 1300 Gold. Ich kann natürlich mein Schiff ein bisschen aufbessern. Ich hätte gern das Segel. Meine Crew habe ich. Market. Die Chicken Wings kann ich gut verkaufen. Und die Eier. Holz kann ich richtig gut kaufen hier. Also gönne ich mir den ganzen Vorrat. Und tschüss. So, ich komme näher. So, ich komme und brenne dich wieder weg. Ich komme, ich vernichte dich. Ja, ich hab's zerstört. Das war ein Eskortschiff. Zeit, sich den Loot zu holen, Männer. Ja. Ein Repair Kit, das habe ich auch dringend nötig. Okay, wir haben repariert. Ein Piratenjäger, natürlich. Das Gute ist, ich bin wendiger als der. Danke! Ich musste nicht mal suchen. Ja, die Piraterie hat nun keine Geheimnisse mehr für mich. Ja, wir haben jetzt ein offizielles Piratendiplom. Nice. Ja, wir haben nun einen Brief erhalten. Ja, die sucht nach jemanden. Aber nicht nach mir. Ja, wir brauchen erst mehr Informationen, bis wir den Mörder finden.
Ja. Also. Nach dem Gespräch hier, das skippe ich jetzt extra, würde ich sagen, haben wir auch unseren Job fürs Erste erfüllt. Ihr merkt, dass ich hier meine halbe Stunde mehr oder weniger durchgezogen habe. Wir haben auch viel erreicht. Level 9 erreicht. Ich habe jetzt hier wirklich eine halbe Stunde an einem Videomaterial, was ich schneiden muss, wenn nicht gar sogar noch länger. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ich habe jetzt hier draußen zwei Teile gemacht, weil das Spiel eigentlich ein richtig gutes Spiel ist. Kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Ich werde auf jeden Fall auch die Vollversion spielen, je nachdem, wie viel die kostet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Tschüss!